Tausende Kinder und Jugendliche träumen in Oberösterreichs Fußballvereinen von der großen Karriere als Kicker und trainieren dafür. Wer Tore schießen will, muss aber auch richtig essen. Vereinscoaching und Gebietskrankenkasse bieten Kochworkshops für Eltern. Das heißt, ich habe bei den Kohlenhydrat-Challenge 1000 Möglichkeiten. Vom Vollkorn-Couscous über Bulgur, Amaranth, Quinoa, Weizen, Dinkel, Roggen. Man braucht gerade nach dem Sport und auch gerade die Kinder und Jugendlichen brauchen auf jeden Fall gutes Eiweiß, brauchen natürlich auch ein paar Kohlenhydrate und ein bisschen Gemüse oder Obst. Es muss ja nicht das Drei-Gänge-Menü sein. Einfache Kochtipps und praktische Rezepte sollen den Eltern helfen, den Nachwuchs fit zu machen. Fastfood aber gesund. Kartoffeln mit Ei, dass man einfach zum Mittag zu Kartoffeln macht. Am Abend reißt man sie die an, schlagt ein Ei drüber und einen kleinen Salat. Oder man macht einmal einen Milchreis oder einen süßen Couscous. Oder, also es gibt ganz viele Varianten, wie man diese Kohlenhydrate und Eiweiße ganz schnell, watschen, einfach miteinander verbindet und dann einfach gut isst. Wie mit oben gespielt hat keiner geschaut, da haben wir einfach gespielt und gerade gehabt dabei und jetzt geht es um Leistung und die Ernährung ist da ganz wichtig und da ist das Verhältnis zwischen Eiweiß und Kohlenhydraten für uns wichtig gewesen. Das haben wir eigentlich nie gekannt. Also, jetzt haben wir so, jetzt besuchen wir den Workshop da und ich muss sagen, da kann man recht viel mitnehmen. Hacker Traun beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Nachwuchsarbeit, inklusive Ernährung. Bei den Spielen und Turnieren ist ausschließlich Obst und Gemüse erlaubt zum Essen, das heißt keine Schokolade, keine ungesunden Sachen. Man sieht, wie sich die Kinder und Jugendlichen entwickeln. Fastfood, glaube ich, steht an erster Stelle. Auch ich esse Fastfood und wir müssen heute die Kinder schon vermitteln, dass ein gesundes Essen, eine gesunde Ernährung auch zum Sport dazugehört. Weil einfach, glaube ich, das Sport und Körper sehr, sehr wichtig ist zu kombinieren. Ganz, ganz wichtig, Gemüse oder Obst. Ganz, ganz wichtig. Vereine können die kostenlosen Workshops beim Vereinscoaching des Oberösterreichischen Fußballbundes buchen. Wir haben bisher einen Theorieteil gehabt zum Thema Ernährung. Das war mit Abstand das meistgebuchte Angebot. Wir haben über 1000 Teilnehmer schon im Bereich Ernährung geschult und haben gesagt, wir gehen jetzt den nächsten Schritt und wollen gemeinsam mit den Eltern kochen. Beim ersten Kochworkshop in der Hacker Schauküche in Traun helfen die Nachwuchskicker dann auch gleich selbst mit.